Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich finde es ein großes Privileg, dass wir hier zusammen Ostern feiern dürfen, diese Tage hier in dieser Gemeinschaft und unter Gottes Wort und mit so viel Liebe in der Vorbereitung, auch für die Theaterstücke und dann der Lobpreis. Ja, alles zusammen. Es ist einfach wunderbar und dieses wunderschöne Haus hier und die gute Atmosphäre. Und wir stellen Jesus in den Mittelpunkt und wir werden gestärkt, weil wir einfach neu erkennen und verstehen, was er für uns getan hat. Und das finde ich großartig. Wenn man denkt, was in dieser Welt los ist, dann ist das hier schon ein Stück Himmel auf Erden. Das ist schon so ein bisschen Paradies. Das macht schon ja, Freude und ist ein Vorgeschmack. Der Stein ist weg, die Kraft der Auferstehung. Der Bibeltext steht in 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 4. Man kann den hier vorne mitlesen. Und Vers 17 bis 19. Das ist dieses wundervolle Auferstehungskapitel von Paulus. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Und dann noch Vers 17 bis 19. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Ich hatte ein unvergessliches Erlebnis in Kroatien. Es ist schon lange her. Wir haben dort Urlaub gemacht als junge Familie mit einer befreundeten Familie. Und an einem Tag haben wir uns entschieden, im Paklenica Nationalpark, das ist so ein Kletterparadies, da ein bisschen spazieren zu gehen. Und dann sahen wir einen Wegweiser zu einer Grotte. Und wir haben uns kurzfristig entschieden, zu dieser Grotte zu wandern. Das Problem war, wir waren nicht gut vorbereitet. Und der Weg war viel länger als gedacht. Es gab zwar ein Hinweisschild mit einer Zeitangabe, aber das stimmte irgendwie überhaupt nicht. Es war sehr heiß und wir hatten nichts zu trinken dabei. Und wir hatten unsere kleinen Kinder, 5 an der Zahl. Unsere Frauen haben dann irgendwann auf uns Männer geschimpft und eingesprochen, wie verrückt wir eigentlich gewesen sind, diese Entscheidung zu treffen. Wir dachten, wir wären schon längst am Ziel, aber es nahm kein Ende. Wir haben jeden Busch, der so ein bisschen Schatten bot, ausgenutzt, um die Kinder darunter zu setzen, um ein bisschen auszuruhen, damit wir das Ziel erreichen. Und wir waren sehr frustriert. Aber irgendwann waren wir dann oben angekommen. Und dort oben an dieser Grotte gab es gekühltes Bier und Limonade. Wir haben unseren Augen nicht getraut. Wir hätten das nicht für möglich gehalten. Die hatten dort ein Aggregat, mit dem sie Strom für diese Grotte erzeugten. Und dieses Aggregat hat auch diese Getränke gekühlt. Also die sind dann praktisch mit dem Esel, also da vorher morgens wahrscheinlich, haben diese Getränke dort hochgebracht und haben da oben diese Getränke verkauft. Und wir haben uns natürlich dann satt getrunken, waren absolut glücklich, dass es dort gekühltes Bier und Limonade gab. Ich konnte diese gute Nachricht nicht für mich behalten. Als wir zurückgingen, habe ich jedem, der mir entgegenkam, gesagt, ich habe auf die Uhr geschaut und habe gesagt, es sind noch 10 Minuten, aber da oben gibt es gekühltes Bier und Limonade. Und dann die Nächsten, immer so in meinem schlechten Englisch, das waren ja alle möglichen Nationalitäten,
Es ist noch eine halbe Stunde, aber da oben gibt es gekühltes Bier und Limonade. Es ist noch eine Stunde, aber haltet durch, da oben gibt es gekühltes Bier und Limonade. Und ich habe mich nachher nochmal mit meinem Freund unterhalten und eigentlich hat er das genauso beobachtet wie ich. Es gab im Wesentlichen tatsächlich drei verschiedene Reaktionen. Es gab Leute, die haben mir geglaubt. Die haben mir tatsächlich geglaubt und die haben sich gefreut. Und wir hatten den Eindruck, dass die viel motivierter weitergegangen sind. Und dann gab es die anderen, die waren sehr skeptisch. Die guckten so ein bisschen komisch, aber sie blieben höflich. Aber sie wussten nicht genau, ob sie mir glauben sollten. Und dann gab es tatsächlich auch die, die haben gedacht, ich will ihnen Bären aufbinden. Ja, ich erzähle denen hier Humbug. Und ja, haben abgewunken und sind weitergegangen. Und ich denke, es ist genauso, wenn wir von der lebendigen Hoffnung sprechen. Wenn wir Menschen heute das Evangelium weitergeben wollen, dann haben wir genau dieselben Reaktionen. Es gibt tatsächlich heute noch Menschen, die uns glauben, die vertrauen, die dieser Botschaft vertrauen und die dann weitergehen und die diese Botschaft annehmen. Und diese Hoffnung wird ihr Leben tragen. Und es gibt die Leute, die skeptisch bleiben. Die sagen, na, man weiß es eben nicht. Und dann gibt es nämlich auch viele, die es nicht glauben und die uns für verrückt halten. Die denken, wir erzählen irgendwelche Märchen. Nach einer Umfrage in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, glaubt nur jeder fünfte Deutsche an die Auferstehung der Toten. Es gibt immerhin noch 45% Kirchenmitglieder, die eigentlich in ihrem Glaubensbekenntnis bekennen, dass sie an die Auferstehung der Toten glauben. Aber sie gehören zu einer Kirche, aber sie glauben nicht mehr daran. Es gibt keine Zeit, die so diesseits orientiert ist wie unsere. Die Menschen glauben nicht mehr an das ewige Leben. Ja, aber die Auferstehung ist für uns der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, die wichtigste Frage in der Gemeinde, in der Kirche und der Theologie ist die Frage nach der Auferstehung. Die gesamte Christenheit steht und fällt damit, ob Jesus auferstanden ist oder nicht. Und ich finde es schön, dass Johannes nach den Auferstehungsberichten, über die wir ja gesprochen haben, die Begegnung mit Maria Magdalena, mit Thomas und so weiter, nach diesen Berichten schreibt er, dass all das aufgeschrieben wurde, damit wir zum Glauben kommen. Ich habe den Vers mal hier mitgebracht. Was hier berichtet wurde, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Darum geht es. Wir wollen noch einmal Revue passieren lassen, was nach der Kreuzigung geschah. Nach der Kreuzigung wollten die führenden Juden sicher gehen, dass Jesus tot ist. Sie wollten ein für alle Mal die Sache abschließen und ihre Ruhe haben. Normalerweise blieb der Leichnam am Kreuz hängen, bis er verweste oder wilde Tiere ihn fraßen. Aber sie hatten ein Problem. Es stand ein hoher Feiertag an, ein besonderes Passafest, bei dem viele Gäste in Jerusalem erwartet wurden. Und die Toten am Kreuz warfen ein ganz schlechtes Licht auf das Fest. Und sie wollten irgendwie so eine schnelle, saubere Lösung. Und sie baten Pilatus, mit dessen Hilfe sie schon Jesus ans Kreuz gebracht hatten, den Gekreuzigten die Beine brechen zu dürfen, um den Tod schneller herbeizuführen. In der Zwischenzeit kam Josef aus Arimathea, ein wohlhabender Mann, der Mitglied des Hohen Rates war und der heimlich an Jesus glaubte. Er gab es nicht öffentlich zu, weil er Angst vor den Juden hatte. Und er bat Pilatus um den Leichnam Jesu, denn er hatte für sich ein neues Grab in einen Felsen gehauen und wollte dieses Grab Jesus zur Verfügung stellen. Pilatus wollte auf Nummer sicher gehen, dass Jesus tot ist, und so schickte er Soldaten nach Golgatha, um es zu überprüfen. Sie stachen Jesus einen Speer in die Seite und aus der Wunde floss Wasser und Blut. Das war ein sicherer Beweis dafür, dass Jesus tot war. Den anderen beiden Verbrechern wurden dann die Beine gebrochen.
Josef nahm dann zusammen mit Nikodemus, er war auch ein Mitglied des Hohen Rates, heimlicher Jesus-Fan, aber er hatte sich auch nicht wahrscheinlich getraut, es zuzugeben. Sie nahmen Jesus vom Kreuz und sie balsamierten ihn ein und wickelten ihn in ein Leintuch, um ihn dann zu bestatten. Die Frauen waren auch dabei. Es war wenig Zeit, der Sabbat brach bei Sonnenuntergang an. Es war üblich, dass man einen großen Stein vor das Grab rollte und dieser Stein muss ungefähr 1,5 bis 2 Tonnen schwer gewesen sein. Man nimmt an, dass es so eine Führung gab, in der er bewegt wurde. Am Sabbat fiel den Pharisäern und den führenden Priestern plötzlich ein, dass Jesus ja gesagt hat, dass er nach 3 Tagen auferstehen wird. Und sie wollten nicht, dass jemand den Leichnam stiehlt und nachher erzählt, Jesus ist auferstanden. Und so gingen sie zu Pilatus und baten ihn, den Soldaten den Auftrag zu erteilen, das Grab zu versiegeln und es zu bewachen. Und die Soldaten inspizierten das Grab und dann spannte man ein Seil über den Stein, die an beiden Enden mit Siegelton befestigt wurden. Die Tonklumpen wurden mit dem offiziellen Zeichen des römischen Statthalters versiegelt. Das war ein öffentlicher notarischer Akt, der bezeugte, dass der Leichnam von Jesus von Nazareth tatsächlich im Grab war. Niemand konnte den Inhalt antasten. Die Wachen waren keine Angsthasen im Minirock und mit einem Holzschwert, wie man das vielleicht noch von den Flanellbildern aus dem Kindergottesdienst kennt. Hier steht der Begriff Custodia, der für die Wache verwendet wird. Und das legt nahe, dass die römische Garde am Grab aufgestellt wurde. Also wenn das stimmt, dann waren das nicht nur irgendwelche Wachposten, die nichts Besseres zu tun haben, sondern eine römische Eliteeinheit. Es waren die größten Angriffs- und Verteidigungsspezialisten, die Rom hervorgebracht hatte. Die waren bis zu den Zähnen bewaffnet. Das Grab war sicher. Aber dann kam der Ostermorgen. Maria und die anderen Frauen erlebten eine große Überraschung. Sie wollten den Dienst am Leichnam vollenden und Jesus einbalsamieren, aber sie fragten sich, wer rollt den schweren Stein zur Seite? Und als sie dorthin kamen, war das Problem schon gelöst. Der Stein war weggerollt. Gott selbst hatte den Stein weggerollt und seinen Sohn von den Toten auferweckt. Gott hatte ein Erdbeben benutzt und ein Engel kam vom Himmel herab und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Die Wachen, die nichts und niemand erschrecken konnte, erschraken und fielen in Ohnmacht. Und der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Und dann begegnet Jesus zuerst Maria Magdalena und dann Petrus, dann den Emmaus-Jüngern, dann wieder zurück in Jerusalem am Abend den Aposteln. Später erschien er 500 Brüdern auf einmal. Paulus sagt, da leben die meisten noch da, von diesen 500 Brüdern. Also das war, der erste Korintherbrief ist so 54, 55 nach Christus geschrieben worden. Also ungefähr 20 Jahre später sagt er, also die meisten, die damals Jesus leibhaftig gesehen haben, die leben heute noch, die könnt ihr fragen, die wissen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Die Auferstehung ist das bestbelegteste Ereignis in der antiken Welt. Und wir, die wir an Jesus Christus glauben, sind natürlich sehr an den Ereignissen von Ostern interessiert. Denn unser Glaube an Jesus Christus ist ein Glaube an die leibliche Auferstehung. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann ist unser Glaube vergeblich. Dann gibt es keine Hoffnung über den Tod hinaus. Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld liegt immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wir wären die bemitleidenswertesten Menschen auf der ganzen Welt. Dann wäre das alles, was wir hier veranstalten, nur eine fromme Show. Wir hätten uns das alles nur eingebildet. Sentimentaler Unsinn. Und vor allen Dingen ein unglaublich großer Betrug.
Aber der Apostel Paulus schreibt, diese Botschaft ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Aus Sicht der Historiker ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus gelebt hat, gekreuzigt wurde und von den Toten auferstanden ist, größer als die Tatsache, dass Napoleon gelebt hat. Was niemand anzweifelt, dass Napoleon gelebt hat. Und das hat mit der Qualität und der Quantität der Vielzahl der historischen Belege zu tun, die wir von der Auferstehung haben. Der Tübinger Altphilologe Professor Wolfgang Schadewald, der die großen griechischen Klassiker übersetzt hat, er sagt, und er ist ein absoluter Fachmann und Spezialist auf seinem Gebiet, er sagt, der biblische Bericht von der Auferstehung von Jesus Christus ist das bestbezeugte Ereignis in der Antike. Also wir sehen, die Faktenlage ist gut. Und jemand, der sagt, da ist noch niemand zurückgekommen, der steht eigentlich in der Beweispflicht. Der muss Zweifel an seinem Zweifel hegen. Die Faktenlage ist gut, aber wir brauchen mehr als Fakten. Wir brauchen eine persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen. Und viele von uns haben diese persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen gehabt. Und ich habe sie auch gehabt. Und ich bin so dankbar, dass Gott in mein Leben gesprochen hat und dass ich diesen Ruf gehört habe, dass ich umgekehrt bin. Ja, er hat mich gesucht und gefunden. Und ich bin unglaublich dankbar dafür. Und wahrscheinlich geht es euch auch so. Wir haben über Thomas gesprochen, der dem Auferstandenen begegnet ist und dem es dann wie Schuppen von den Augen fiel und er sagt, du, Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Wir haben über Petrus gesprochen, der Jesus begegnet ist und der nach seinem Versagen doch verstanden hat, dass seine Schuld vergeben ist und der auf die Frage, hast du mich lieb, antworten konnte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und wir haben über Maria Magdalena gesprochen, die Jesus begegnet ist. Und ich sagen konnte, ich habe den Herrn gesehen. Die Kraft der Auferstehung, das ist unser Thema. Das hat Auswirkungen auf unser Leben, auf die Bewältigung unserer Vergangenheit. Erstens auf das Leben mit Jesus in der Gegenwart. Zweitens und auf unsere Hoffnung auf die Zukunft. Drittens die Bewältigung der Vergangenheit. Damit hatte ja Lena Probleme zu verstehen und zu glauben, jetzt, als sie sich verglichen hat und wahrscheinlich auch, wenn wir so in unser Leben hineinschauen und sehen, was wir noch nicht alles unter die Füße bekommen haben, ob Jesus wirklich unsere Sünden vergeben hat. Ich weiß, wie für mich das damals wirklich eigentlich die größte Erfahrung war, da so ein Riesenstein von meinem Herzen fiel, als ich mich bekehrt hatte als junger Mensch und wusste, meine Sünden sind vergeben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und Jesus starb auch für die Sünden, die wir noch begehen werden. Und er hat sich versenkt in die Tiefen des Meeres. Und da steht ein Schild, so hat es Corrie ten Boom gesagt, Angeln verboten. Das darf niemand mehr hochholen. Der Herr starb dafür. Das ist ein vollständiges Opfer für unsere Sünde. Das ist unglaublich, das ist Gnade. Das ist nicht logisch. Aber der Herr hat es uns zugesagt. Und von dieser Vergebung lebe ich jeden Tag neu und von seiner Gnade. Und ich weiß das. Und wenn ich noch so tief falle, dann weiß ich, dass ich nichts dazu tun kann, dass ich ganz auf seine Gnade angewiesen bin und dass er mich jedes Mal wieder aufstehen lässt und mir vergibt und ich neu anfangen kann. Das ist Kraft der Auferstehung, als ein versöhnter Mensch zu leben. Ich weiß, wie ich damals einige Dinge in Ordnung bringen musste, so als junger Mensch. Ja, ich habe keine Bank überfallen. Aber ich wusste, mir musste niemand sagen, dass ich ein Sünder bin und dass ich Dinge falsch gemacht hatte. Mein Gewissen schlug.
Ich hatte da im Geschäft so ein Päckchen Kaugummi geklaut, ne, so Sachen. Und das habe ich nachher, bin ich dorthin gegangen, habe das zurückbezahlt. Und dann hatten wir hier auf dem Feld hatten wir irgend so eine Hütte angezündet, weil wir da gequalmt hatten. Ne? Und dann sind wir ins Dorf gelaufen, haben erzählt, dass wir sind da oben spazieren gegangen, da hat es gebrannt und so. Und das konnte ich dann nachher auch in Ordnung bringen. Lauter solche Sachen, das waren nicht einfache Wege, diese Dinge so in Ordnung zu bringen. Aber es ist so wunderbar, wenn man versöhnt ist, wenn man mit Gott versöhnt ist und wenn man auch mit Menschen versöhnt ist, wenn die Dinge ausgeräumt sind. Das ist Kraft der Auferstehung. Dann leben wir ein befreites Leben. Und ich ermutige dich, wenn da noch Dinge sind in deinem Leben, zwischen dir und Gott oder auch zwischen dir und anderen Menschen, dass du frei wirst, dass du diese Last ablegst und das bereinigst, dass du hier schon diese Entscheidung triffst, dass du das tun willst. Und wir können zusammen beten und wir können hier zusammen das vor Gott bringen. Und dann wirst du die richtigen Schritte tun. Dass ich ein Kind Gottes bin. Ich hatte ja schon erzählt, wie ich zum Glauben kam und dass ich mit Einsamkeit zu kämpfen hatte. Ich war immer mit vielen Leuten unterwegs, im Sportverein und so weiter. Aber so tief im Inneren, wenn ich so allein war, dann war ich so richtig allein. Unglaubliche Einsamkeit. Und ich habe dann schnell verstanden, als ich zum Glauben kam, dass Jesus in mir wohnt und dass Gott mit mir ist, dass ich sein Kind bin. Das ist geblieben. Und das ist etwas ganz Großes, ja, diese neue Identität zu finden, indem man seinen Vater findet und er sagt, du bist mein Kind. In Johannes 1, Vers 12 steht, alle, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und Johannes benutzt hier einen juristischen Begriff, um deutlich zu machen, das ist eine Rechtssache, das gilt rechtlich, notariell beglaubigt, ins Stammbuch geschrieben. Du bist Gottes Kind und es wird sich nichts daran ändern. Deine Identität ist geklärt. Ich hatte damals so ein Problem zu verstehen, dass ich ewiges Leben habe. Die Leute sprachen immer von Gewissheit oder Heilsgewissheit, Gewissheit des ewigen Lebens. Und ich weiß noch, wie ich dann zu meinem Pastor ging und der hat mir dann diese ganzen Bibelstellen gezeigt. Er sagt, wenn du Jesus hast, dann hast du das ewige Leben. Und das fängt nicht erst dann an, wenn du mal bei ihm bist in der neuen Welt, sondern das fängt hier schon an. Das ist die Qualität, die Gemeinschaft mit Jesus, die mal vollendet wird, wenn du bei ihm bist. Und ich konnte das dann glauben und dann hatte ich wie so eine zweite Bekehrung, als ich diese Heilsgewissheit bekam, dass ich wusste, ja, ich bin ein Kind Gottes und ich werde ewig leben. Ich habe diese Gewissheit des ewigen Lebens. Das sind Basics, aber die sind so wichtig, dass wir die klar haben und die darf uns keiner nehmen. Und Gottes Wort ist darin so klar und wir müssen da überhaupt nicht zweifeln an dieser Stelle, sondern wir dürfen das im Glauben so annehmen, wenn wir Jesus begegnet sind. Jetzt sprechen wir über die spannende Frage, wie wir Jesus oder die Kraft der Auferstehung in unserem Alltag erleben und in der Gegenwart. Wie macht es sich da bemerkbar? Es gibt so eine Geschichte, die mein Glaubensleben sehr geprägt hat und die mich seitdem begleitet hat. Und ich erzähle sie eigentlich immer wieder. Es ist die Geschichte von einem jungen Iren, der um die Jahrhundertwende, also Anfang des 20. Jahrhunderts, nach Amerika auswanderte. Und er hat das Geld für die Überfahrt mit dem Schiff sich mühsam zusammengespart. So eine Schiffsreise dauerte damals 2 Monate lang. Und er musste wirklich viele Opfer bringen. Und dann hatte er das Geld zusammen und er löst das Ticket für Amerika. Und seine Mutter hatte ihm eine Kiste Schiffszwieback mitgegeben, damit er nicht verhungert, ja, damit er auf dem Schiff was zu essen hat. Und er hatte seine Kajüte ziemlich weit unten in einer der unteren Klassen. Das waren die günstigsten Unterkünfte. Und da war er auch ganz zufrieden. Aber in den ersten Tagen ging er auf den oberen Decks spazieren und sah dann plötzlich den großen Speisesaal und sah da all die leckeren Speisen. Da waren Riesenbuffets aufgebaut für die ganzen Leute und so etwas hatte er noch nie gesehen. Das hat ihn total überfordert, aber spielte auch keine Rolle. Er hatte kein Geld, er hatte ein paar Cent hatte er in seiner Tasche und die musste er aufbewahren für seinen Start in Amerika. Und dann ging er wieder runter in seine Kajüte und aß seinen Schiffszwieback. Und so war es die ganzen 2 Monate gegangen. Er ist immer wieder hochgegangen in diesen Speisesaal und hat sich das angeschaut. Und das Wasser ist ihm im Mund zusammengelaufen. Und er hat sich immer wieder entschieden, zurückzugehen in seine Kajüte und seinen Schiffszwieback zu essen. Morgens Schiffszwieback, mittags Schiffszwieback, abends Schiffszwieback. Und es kam, wie es kommen musste.
am Ende der Reise, da hat er es nicht mehr ausgehalten. Da war die Versuchung einfach zu groß. Und dann entschied er sich, das letzte bisschen Geld, was er hatte, zu investieren, um wenigstens eine Kleinigkeit von diesen Köstlichkeiten zu probieren. Und er geht in diesen Speisesaal und bestellt sich etwas oder nimmt sich etwas, kann es gar nicht so richtig genießen, weil er denkt, vielleicht reicht mein Geld nicht aus. Und als er dann am Ende bezahlen wollte, sagte der Ober zu ihm: Aber mein Herr, Sie haben doch schon bezahlt. Wussten Sie nicht, dass das Essen im Fahrpreis enthalten ist? Dumm gelaufen. Ja, vielleicht könnt ihr diese Geschichte mit nach Hause nehmen und da vielleicht so ein paar geistliche Wahrheiten dran festmachen. Ich habe diese Beobachtung gemacht und ich gehörte auch dazu. Viele ernähren sich ihr Leben lang von Schiffszwieback. Ihr Leben mit Gott empfinden sie als schwer und mühsam. Vieles aus eigener Kraft. Sie haben die Fahrkarte für den Himmel gelöst und leben nach dem Motto: Hauptsache ich komme an. Aber hier auf Erden ist alles nur schwer und mühselig. Und ich habe damals schon andere Christen kennengelernt, die saßen im Fünf-Sterne-Restaurant der Gnade Gottes, ihres Glaubens, und haben erlebt, wie gut sie Gott versorgt, sprachen von einem erfüllten Leben, von einem überfließenden Leben, all inclusive, alles bezahlt. Und sie konnten schon damals sagen, mit Johannes, dem Apostel: Aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Gott hat uns immer wieder mit seiner Gnade beschenkt. Das Entscheidende ist natürlich, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist, dass er uns errettet hat, dass er uns erlöst hat. Aber das bedeutet eben auch, dass er in uns wohnt. Das bedeutet auch, dass es einen Unterschied macht, wie wir leben und dass er durch uns hindurch lebt. Und Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 8, Vers 32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Der seinen Sohn für uns gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles, was wir nötig haben, alles, was wir brauchen. Es bedeutet, dass er jetzt in der Kraft seines Heiligen Geistes in uns und durch uns lebt. Jesus lebt und er lebt in mir. Und das ist ein erfülltes Leben. Das ist die Kraft der Auferstehung. All inclusive. Alles bezahlt. Und Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 18, er betet darum, dass Gott uns die Augen öffnet, und zwar die Augen unserer Herzen, damit wir doch erkennen, zu was für einer lebendigen Hoffnung wir berufen sind und was für ein Erbe wir bekommen haben und dass wir Verständnis bekommen über die Kraft der Auferstehung. Und er sagt, es ist dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, die in uns wohnt. Heute sitze ich an diesem gedeckten Tisch. Und wie gesagt, das war nicht immer so. Und es gibt auch Zeiten, wo ich diesen Tisch wieder verlasse und wo ich wieder in meine Kajüte gehe und meinen Schiffszwieback esse. Das passiert tatsächlich. Es ist eigentlich unglaublich, es ist unverständlich. Ich tue es immer wieder. Aber ich weiß heute, dass Jesus genügt, das habe ich verstanden. Und dass ich täglich in seiner Gegenwart und in der Anbetung leben darf. Ich übe mich darin und seine Kraft in Anspruch nehmen darf. Ich habe vor einiger Zeit über Jesaja 9 gepredigt. Da geht es ja um diese Verheißung: Euch ist ein Kind geboren, ein Sohn ist euch gegeben. Und dann wird er beschrieben, dass er ein wunderbarer Ratgeber ist. Und ein starker Gott, ein ewiger Vater, ein Friedefürst. Und eigentlich ist dieser Vers im letzten Jahr, das war so meine Jahreslosung sozusagen, dieser Vers ist das ganze Jahr mit mir gegangen und hat mir immer wieder die Augen geöffnet, dass der Tisch so reich gedeckt ist. Jesus ist mein wunderbarer Ratgeber, ich muss nicht selber schlau sein. Ich,
ich habe einen wunderbaren Ratgeber. Sein Rat ist übernatürlich. Seine Führung in meinem Leben, das ist übernatürlich. Das verstehe ich nicht alles, das muss ich auch nicht. Aber ich vertraue ihm. Er ist ein wundervoller Ratgeber. Und er ist ein starker Gott. Hier steht ein Gott, der kämpft. Er ist ein Krieger. Gott ist ein Krieger. Er kämpft unsere Kämpfe. Ja, ich kann ihm meine Kämpfe überlassen und darf stille werden, weil er für mich kämpft. Er ist ein ewiger Vater. Diese tiefe Sehnsucht nach Zugehörigkeit, das, was, selbst wenn wir gute Väter gehabt haben, irgendwann müssen wir uns loslassen. Gott ist ein ewiger Vater, er ist ein vollkommener Vater, der all unsere Sehnsucht nach Zugehörigkeit, nach Zuspruch, nach Liebe, nach Wertschätzung, all das, wonach wir uns sehnen, erfüllt er. Und Jesus ist dieser ewige Vater. Und er ist der Fürst des Schaloms, ja, das Schalom Gottes, er stellt uns wieder her, so wie er die ganze Schöpfung wiederherstellt. Ja, an diesem reich gedeckten Tisch zu sitzen, bedeutet nicht die Abwesenheit von Problemen, von Krankheit, Schmerz, sondern er ist da, er hält mich fest, er schenkt mir seine Kraft, um durchzuhalten, er führt mich bis ans Ziel, er kann auch jede Situation verändern. Ich habe diese Geschichte mit dem Schiffszwieback mal in einem kleinen Hauskreis im Oberbergischen, da in Nordrhein-Westfalen erzählt. Und da war eine Frau, die kurz vorher zum Glauben gekommen war und sie hatte große Schwierigkeiten in ihrer Familie. Die fanden das alle nicht toll, dass sie jetzt mit Jesus geht. Und sie sagte dann nach dieser Geschichte, seit ich Jesus kennengelernt habe, sitze ich an diesem gedeckten Tisch. Aber es ist hoher Wellengang. Und ich fand das ein schönes Bild. Und so ist das oft. Ja, es ist hoher Wellengang. Und David kannte auch schon dieses Sitzen an dem gedeckten Tisch. Wenn wir an Psalm 23 denken, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue, er führt mich zum frischen Wasser. Und dann spricht er vom dunklen Tal, wo aber der Herr auch da ist und uns tröstet. Und dann sagt er nachher, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Also da ist dieser Tisch, dieser reich gedeckte Tisch, es ist immer genug da. Und der Herr deckt uns diesen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Und bei David war das nicht der böse Nachbar. Ja, das war Saul zum Beispiel, der ihm nach dem Leben trachtete, nachher seine eigenen Kinder. Und so in so einer schwierigen Situation, in so einer lebensbedrohlichen Situation, sagt David, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, was soll ich sagen? Ich fühle mich wirklich reich beschenkt, sehr reich beschenkt und ich habe es überhaupt nicht verdient. Es macht mich demütig. Es ist allein Gottes Gnade. Und ich erzähle auch sehr gerne anderen Menschen von meinem Glauben und ich erzähle auch gerne von den Gebetserhörungen und den Wundern, die ich schon erlebt habe. Ich habe ja gestern von Kasachstan erzählt. Dort, wenn mir in Deutschland die Wunder nicht ausreichen, gehe ich nach Kasachstan, sage ich manchmal so scherzhaft, weil da so viel passiert und die Menschen so offen sind. Aber ich durfte einfach auch schon viel mit dem Herrn erleben. Das ist wunderbar. Und das stimmt auch. Der Glaube macht Erfahrungen. Gott schenkt uns diese Highlights. Aber ich möchte an der Stelle betonen, unser Glaube lebt nicht von Erfahrungen. Unser Glaube macht Erfahrungen. Ja, und ich würde jedem, der sagt, ich erlebe überhaupt nichts, würde ich natürlich auch das hinterfragen, würde sagen, vielleicht stimmt da was nicht. Lass uns mal ins Gespräch kommen, wenn du sagst, du erlebst nichts. Aber unser Glaube lebt nicht von Erfahrungen. Wenn wir zum Beispiel auf die Erfahrung der Gebetserhörung unseren Glauben gründen, dann können wir morgen enttäuscht sein. Einmal erlebe ich das Wunder, dass Gott eingreift und beim nächsten Mal bleibt das Wunder aus. Ich habe das auch oft erlebt, wo das Wunder ausgeblieben ist, wo Gott nicht geantwortet hat, nicht eingegriffen hat, wo es Notsituationen gibt, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Und deshalb ist es gut, wenn wir gelernt haben, dem Herrn zu vertrauen, und zwar seinem Wort zu vertrauen. So wie Petrus gesagt hat, auf dein Wort hin.
Ich vertraue dir. Ich treffe eine Entscheidung. Ich vertraue deinem Wort. Der letzte Punkt, es hat Auswirkungen auf unsere Zukunft. Wir haben Zukunft. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Und ich möchte nochmal zurückerinnern an meine Bergtour in Kroatien, an unsere. Wir haben das Ziel vor Augen und wir haben die Verheißung. Und da oben gibt es gekühltes Bier und Limonade. Also unsere Zukunft ist in trockenen Tüchern. Aber wir haben noch ein Stück Weg vor uns. Und vielleicht sind es nur Minuten, vielleicht sind es Stunden oder Tage oder Monate oder Jahre. Mein Vater, der ist im November mit 96 Jahren heimgegangen. Das war so eine Punktlandung. Gott hat es wunderbar gemacht und wir sind absolut dankbar. Er hat gerne gelebt, aber er wusste um die ewige Heimat und hat sich darauf gefreut. Er war jederzeit bereit zu gehen. Meine Nichte ist mit 32 Jahren gestorben an Brustkrebs. Das war tragisch und viel zu früh. Und auch sie hatte diese Hoffnung auf das ewige Leben. So, wir wissen nicht, wie lange wir noch hier sind, aber das ist überhaupt nicht so entscheidend. Das letzte Stück geht bergauf und es ist vielleicht auch beschwerlich. Aber unsere Hoffnung steht fest. Er wird uns auferwecken zum ewigen Leben. Diese Verheißung haben wir. Uns fehlt vielleicht die Vorstellung, deswegen gebraucht die Bibel viele Bilder. Einmal diese Stadt, diese goldene Stadt Jerusalem, die aus dem Himmel kommt, mit ihren die Tore mit Perlen und goldene Straßen und Edelsteinen und so weiter. Und das sind Bilder, die Gott gebraucht, so verstehe ich das, die bis an die Grenzen unserer Vorstellungskraft gehen. Das war so das Höchste, was man sich vorstellen konnte. Es wird wahrscheinlich noch viel schöner sein, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Es wird auf keinen Fall langweilig sein. Wir denken ja oft so an ein verlängertes irdisches Leben, nur schöner irgendwie. So. Ja, das sind so unsere menschlichen Vorstellungen, aber es wird ganz anders sein. Der Himmel wird mehr als ein zeitloser Augenblick intensiven Glücks erlebt werden. Zum Beispiel, und das Bild gefällt mir eigentlich besser, weil ich es besser greifen kann, das Bild vom Fest, von dem großen Fest, von dem großen Hochzeitsmahl, das nie endet. Die Gemeinde ist die Braut, Jesus ist der Bräutigam. Die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Und sie findet ihr vollkommenes Happy End für alle Zeit. Und danach sehnen wir uns alle. Wir lieben und wir wollen zurückgeliebt werden und ja, wir vergießen Tränen, wenn wir einen Liebesfilm sehen, obwohl wir wissen, es ist ja nur gespielt, aber unser Gefühl und wir fühlen sogar mit Lena mit und mit Lars, ne? Obwohl wir wissen, die sind schon längst verheiratet. Das liegt daran, weil unser Gefühl zwischen Fiktion und Realität nicht unterscheiden kann. Und wenn das schon bei so einem Film ist, dass wir Rotz und Wasser heulen, ja, oder bei so einem Theaterstück mitempfinden, wie viel mehr ist das im realen Leben? Und wie schrecklich ist, wenn Liebe nicht erwidert wird? Und das ist das, was Paulus sagt, Gott hat alles gegeben. Er hat sich uns geopfert, dieses vollkommene Ja. Und jetzt wartet er darauf, dass wir auch Ja sagen, damit dieses Happy End passieren kann. Die größte Liebesgeschichte. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Dass alle bei dieser Hochzeitsfeier dabei sind, dass alle ewig leben. Was für ein wunderschönes Bild. Ich habe viele junge Paare getraut, auch ein paar ältere. Und ich habe so gedacht, das Leben hier auf der Erde, das ist so wie der Tag vor der Hochzeit. Ich habe diesen Tag vor der Hochzeit oft miterlebt, weil ich mich mit den jungen Paaren verabredet habe, um nochmal so die ganze Sache im Gottesdienst durchzuspielen, damit auch alles gelingt, ne? Damit sie zur rechten Zeit sich setzen und wieder aufstehen und wo sie lang gehen müssen und so. Also es wird dann wirklich wird dann geübt. Auf alle Fälle habe ich so immer ein bisschen Einblick bekommen in den Tag vor der Hochzeit. Und ich kann euch sagen, da liegen die Nerven blank.
Ich habe schon so viele junge Bräute weinen sehen, einen Tag vor der Hochzeit. Da ist so eine Anspannung und dann geht noch was schief. Und dann wollen auch nicht die Eltern mitreden. Dann stellen die Eltern fest, dass die Tante nicht eingeladen wurde oder so. Also wer das cool hinkriegt, das ist echt super. Ne? Aber es ist ja jetzt ein Bild. Okay, also unser Leben hier ist wie der Tag vor der Hochzeit, voller Anspannung. Und dann kommt das lang ersehnte, das große Fest. Es wird das schönste Fest aller Zeiten. Und jetzt stellt euch vor, dieses Fest hört nie auf. Zeitloser Augenblick intensiven Glücks. Nur du und dein Liebster. Du und der Bräutigam. Für immer vereint. Du und Jesu. Offenbarung 19, wir wollen uns freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Glücklich, wer zum Hochzeitsfest des Lammes eingeladen ist. Wir werden von den Toten auferstehen und ewig leben. Und wir werden Bauklötze staunen. Wir haben immer nur menschliche Vergleiche und Worte. Es ist unaussprechbar, was Gott für uns vorbereitet hat. Und ich möchte nochmal zurückgehen auf Christine, meine Nichte, besser gesagt die Nichte meiner Frau. Wir haben sie begleitet in ihrer Krankheit, als sie Brustkrebs hatte. Und das war tragisch, menschlich absolut tragisch. 2 Kinder im Alter von 5 und 9 Jahren. Und wir durften sie dann bis zum letzten Atemzug begleiten. Und das war auch ein Segen. Und Gott hat ihr es dann zum Schluss geschenkt, dass sie loslassen konnte. Und dann kletterte noch so ihre 5-Jährige unter ihre Bettdecke und sagt, Mama, ich möchte nicht, dass du stirbst. Und dann sagte sie zu ihr, Leni, ich habe mich jetzt 5 Jahre um dich gekümmert. Und so ungefähr, das muss jetzt reichen. Jetzt sind andere dran. Und das sagte sie so mit fester Gewissheit. Und das hat Gott gemacht. Gott hat sie, obwohl sie viel zu früh starb, hat Gott sie dafür bereit gemacht und hat auch seine Hand über die Familie gehalten. Und sie hat sich gefreut, die Oma zu sehen im Himmel und die Uroma, die ihr kurz vorher vorausgegangen sind. Und es war einfach ein unglaublich bewegender Moment, die Kraft der Auferstehung, diese lebendige Hoffnung, das, was ich bei meinem Vater gesehen habe, bei meiner Mutter, bei vielen anderen. Diese Hoffnung auf das ewige Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nie mehr sterben. Wir werden bei Jesus sein. Es ist, ich finde keine Worte, um das zu beschreiben, was ich fühle. Und ich möchte die einladen, die noch keine Entscheidung getroffen haben, auch zu diesem Hochzeitsfest einladen. Die Einladung ist ausgesprochen. Jesus selbst lädt dich ein. Kannst du auch sagen, Gott gehört mir. Ich habe noch so einen Vers, den wollte ich noch, also Christine, ich habe das vergessen, jetzt kommt es noch. Christine hatte so in ihrem Haus das war die Tür zum Keller, da waren viele Bibelverse, also was sie so geschenkt bekommen hat an guten Wünschen, Gedichte, Sprüche, Bibelverse. Und dann kam sie ins Hospiz und dann hat sie ein Wort mitgenommen. Und das hing im Hospiz, noch die letzte Woche. Und das war aus Psalm 73. Das war ihr so wichtig. Doch ich gehöre noch immer zu dir. Du hältst meine rechte Hand. Du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Selbst krank und völlig geschwächt bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Was für eine Hoffnung. Was für eine Hoffnung. Halte daran fest. Und ich lade dich ein, wenn du diese Hoffnung noch nicht hast, wenn du noch nicht die Gewissheit hast, dass du ewig leben wirst, dass du ein Kind Gottes bist oder dass deine Sünden vergeben sind. Du brauchst diese Gewissheit. Man kann an der Stelle nicht im Ungefähren bleiben. Du brauchst die Gewissheit. Jesus starb für mich. Meine Sünden sind vergeben. Und er hat mir ewiges Leben geschenkt. Und ich bin sein Kind.
Und ich lade dich herzlich ein, diese Entscheidung heute zu treffen. Heute, es gibt keinen besseren Tag. Wir haben jemanden unter uns, der genau heute vor 50 Jahren zum Glauben kam. Ja, ein Jubiläum. Also der Ostersonntag ist ein guter Tag, um zum Glauben zu kommen, finde ich. Aber entscheidend ist, wenn Gott uns ruft und wenn Gott zu uns spricht. Und dann lade ich dich ein. Ich habe heute den ganzen Tag Zeit. Sprich mich an. Ich möchte dir auch gerne noch was geben, so ein Heft für den Anfang. Oder wenn du noch Fragen hast, frag mich. Ich stelle auch keine peinlichen Fragen, keine Angst. Ich bete mit dir zusammen und du kannst heute ja, dem Auferstandenen begegnen und ein neues Leben empfangen. Amen.